Liebe Tierfreunde, im ersten Teil des heutigen Wildlife-Videos geht es um das Filmen von Vögeln im Flug bzw. Vögel in Bewegung. Da die Mitzieher so stabil wie möglich sein sollen, habe ich alle Tierszenen mit Stativ und Videokopf aufgenommen. Die Brennweite, mit denen ich die Vogelaufnahmen gemacht habe, lag zwischen 300 bis 500 mm. Die Kanadagänse hatten Nachwuchs bekommen. Da freut man sich, dabei zu sein. Bei den meisten Flugaufnahmen, wie hier bei der Nilgans, habe ich mich entschieden, die Bilder mit halber Geschwindigkeit abzuspielen, damit die Aufnahmen ruhiger erscheinen. Im zweiten Teil des Videos geht es um einen Uhu und seine Nachkommen. Die Brutplätze liegen normalerweise in Felswänden und Steilhängen. In diesem Fall befindet sich der Uhu mit seinen Nachkommen in einem Steinbruch. Unerwartet kam ich an einem blühenden Fingerhut vorbei, der mich so faszinierte, dass ich ihn festgehalten habe.
Für die Aufnahmen des Uhus habe ich das RF 100 bis 500 mm und den Zweifach-Telekonverter benutzt. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.